Hallo, mein Name ist Jochen von CrossFit Passau und ich stelle euch heute das Workout des Tages vor. Ich habe es gerade getont, deswegen seht es mir nach, dass ich ein bisschen außer Atem bin. Wir machen ein Couplet, also zwei Übungen, und fangen an mit 40 alternierenden Dumbbell oder Kettlebell Snatch to Push Press. Das heißt, wir snatchen erst, gehen dann in den Push Press. Dann wechseln wir den Arm, das Ganze 40 Mal, also 20 pro Seite. Aber immer im Wechsel nach jeder Wiederholung. Danach 40 Goblet Squats. Dann das Ganze 30 Mal. 30 alternierende Snatch to Push Press und Goblet Squats. Dann 20, 20, 10, 10. Vorbei. Time Cap 20 Minuten. Reicht mehr als aus, denke ich. Ich habe es mit 22,5 Kilo Dumbbell gemacht und habe 16,24 gebraucht. Wobei ich glaube, dass da noch sehr viel Luft drin ist, weil das einfach nicht meine Stärke ist. Genau, aber eine schöne Übungskombination ist es, man muss den Kopf ein bisschen anstrengen, weil man, also ich zumindest neige dazu, dann nach dem Wechsel direkt in den Clean reinzugehen, anstatt in den Snatch. Da muss man ein bisschen aufpassen. Genau, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, haut ordentlich rein und schaut euch das ganze Dilemma von mir jetzt gleich im Anschluss an. Haut's rein, euer Jochen. Mann! Sechs. Sieben. Yeah.
Sechs. Sieben. Ah. Yeah.
20er Runde. Oh Gott. Böse. Ugh.
Ah!